Und was hier? Der große weise Gong. Tag auch. Hallo Gong. Soweit ich gehört habe, bist du nicht untätig gewesen. Du hast Höhenorg den Pfad der Tugend gewiesen. Respekt. Hehe. Aber mal was anderes. Wie lässt sich deine Jagd auf den dunklen Fürsten an? Schluck. Naja, mein Team wurde mir geklaut zweimal. Jetzt muss ich mir ein neues Team zusammenstellen mit hier solchen blöden Politikern hier. Was soll denn der Mist hier? Kannst du mir irgendwie sagen, was hier los ist? Ach, es läuft so nicht so rund. Ich habe so eine Ahnung, wo der dunkle Fürst stecken könnte. Dann sag's mir doch, da hinten im Elfendorf. Elfendorf? Die Elfen sind Waldgeister. Sie besitzen großes Talent in Sachen Magie. Leichtes Spiel hat der dunkle Fürst doch sicher nicht, wenn er angreift. Ich würde aber gern mein Team retten. Meine zwei Teams. Lass mich das retten. Sofort. Sofort wäre vielleicht ein bisschen, ja, mit unserem Zweierteam. Gasthaus gefunden. Okay, übernachten wir erstmal. Schlafen. Eine neue Uniform für mich als experimentell begabter Experimentenkittel. Mir ist das Wort Wissenschaftler gerade nicht mehr eingefallen. Doch. Die Farben, die sind ein bisschen extremst weiß. Weiß ist doch klinisch gut. Nehmen wir. Ist halbwegs steril aus. Weiter geht's. Elfen soll es dir also geben. Na denn. Sich wohl merkt gefühlt. Ich laufe direkt neben dir. Du kannst mich einfach fragen. Angriff. Attacke. Ich greife einfach mit meinem Reagenzglas an. Ich zerhaus einfach auf den Kopf der Tomate. Macht Sinn. Einfach draufhauen. Zack. Gibt's 9 Punkte. Abzug. Hey! Mit ihrer Pflanze, mit ihrem Blatt, haut's drauf. Puh, Merkel und Co. waren siegreich. Was heißt hier Merkel und Co.? Also, momentan sind es nur wir zwei, also Merkel und Zwergi vielleicht. Hurra, Tomatennudeln. Das heißt Nudeln Bolognese. Spaghetti, wie es gerade aussah. Ist das in Ordnung, Merkel? Hier, du kannst eine HP, HP-Banane haben. Eine ganze wohl. Danke. Freundschaft zwischen mir und Merkel steigt. Okay. Weiß nicht, ob das so ganz so will. Na, wen haben wir da? Pogel und Mundtomate. Na, zwei Körperteile hier in einem Kampf. Impuls auf Pogel. Zack. Den haben wir weg. Den Po. Und zack. Ja. Hau drauf, Merkel. Hau drauf. Ich mach's auch. Zack. Aber das weiße Gewand, da steht mir. Der weiße Umhang, das weiße Dingens. Wer ist das? Kittel. Fallen solche Begriffe mal nicht ein. So ein Glück. Geschafft. Hühnchencurry. Das wird hier immer schmackhafter mit den Gerichten. Hui. Weiter geht's. Noch mehr Monster. Pogel A, Pogel B und Mundtomate. Attacke. Ein Klaps auf den Hintern gibt's. Super. So. Bah. Weil der Herz hier furzt. Ach du Schande. Nieder mit dir. Einfach an Bundeskanzlerin anfurzen. Hat er mich auch angefurzt. Im Fluchst anfurzen, das geht ja gar nicht. So eine Frechheit. Level 3. Level up für Zwergi. Level up für Merkel. Blumenduft gelernt. Stellt mit süßem Blumenduft HP wieder her. Magie. Nun Bolognese. Rennen hält fit. Du sagst das. Hier gibt es einen Schatz. Öffnen wir es. Ein bisschen Geld.
Ein bisschen Gold natürlich. Gasthaus. Hurra. Gasthaus bei Nacht. Schlaft. Oha. Ist ganz einsam, will auf das Zimmer von Merkel. Na gut. Geh auf das Zimmer mit Merkel. Na, jetzt bonaste den Boden. Lalalala, Zweige macht sauber. Sollte ich auch etwas helfen? Oha, nächste Beziehungsstufe. Jetzt wird's kritisch. Flüchtige Bekannte. Angeben gelernt. Vielleicht kommen wir bald mal in die nächste Stadt. Oh, wen haben wir hier? Verletzter Elf. Merlin. Oh, wie schrecklich. Den habe ich jetzt nicht eingesetzt, aber egal. Der dunkle Fürst ist auf dem Weg ins Dorf. Aber einen Trumpf haben wir. Drei Schwestern werden uns beschützen. Langsam gehen mir die Ideen aus und auch die Mies. Deshalb wird es jetzt hier ein bisschen komischer. Macht euch darauf gefasst. Bitte, liebe Fee, Tumblr Nummer 1. Huch! Was los? Elfendorf. Ein bisschen unkreativ vielleicht, aber... Jetzt habe ich hier alles mal mit einem Mii besetzt. Die Tumblr. So eine Katastrophe. Wo bist denn du? Hilfe, Hilfe, es ist so schrecklich. Tumblr-Fee Nummer 3. Wir sind jetzt alle durchnummeriert. Meine Schwestern. Der dunkle Fürst. Julien hat das Elfendorf überfallen. Die drei Fashion-Feen hat sich ihm entgegengestellt, um das Dorf zu schützen. Nach hartem Kampf war der Angreifer durchs östliche Tor geflohen. Aber damit war die Sache noch nicht ausgestanden. Die Schwestern wähnten sich als Siegerinnen. Da kamen Monster und zauberten die beiden älteren Schwestern weg. Das ist zumindest, was ich dem Wort Schwall entnehmen konnte. Kuich. So, jetzt habe ich mich etwas beruhigt. Hallo übrigens. Hilfst du mir, meine Schwester Tumblr Nummer 2 zurückzuholen? Richtige Antwort. Lass uns aufbrechen. Das wird ja kreativ. Tumblr Nummer 3 hat sich dir angeschlossen. Tumblr Nummer 2 wird in der Zitrushöhle gefangen gehalten. Das ist also... weiter konnte ich nicht lesen. Sie folgen mir jetzt. Können wir mit denen reden? Tumblr Nummer 11. Schelmische Fee. Hihihihihi. Oh, seid gegrüßt, frische Tumblr Nummer 3. Ich habe ein Geschenk für dich. Ha! Ah! Hihi, sieht doch schön aus, oder? Aha. Und ihr so? Du versteckst dich. Tumblr 8. Hihi. Wir vermissen zwei der falschen Fashion-Feen. Was geht hier nur vor? Ich habe so Angst. Fashion-Tumblr Nummer 3. Tumblr Nummer 5. Was war wie die Fashion-Nummer, die Fashion-Tumblr Nummer 1? Ihr ist etwas Schreckliches passiert. Ich wünschte, ich könnte irgendwie helfen. Aber ich habe so Angst. Du musst mir helfen, frische Tumblr Nummer 3. Feenfan 2, Tumblr 6. Leid und Elend. Was ist mit der Fashion Tumblr 2 geschehen? Ich verliere fast schon den Verstand vor lauter Sorge. Ah, Girl. Fashion Tumblr Nummer 3. So tu doch bitte was. Und ich verliere den Verstand vor Tumblrs. Tumblr Nummer 7. Klug, lustig, frech. Die frische Tumblr Nummer 3 ist meine Heldin. Ah, bist du etwa die frische Tumblr Nummer 3? Du machst dir sicher Sorgen um deine Schwestern. Aber du solltest wissen, wir sind alle für dich da. Ja. Hatten wir mit denen schon? Ach, ist mir egal. Wie ist da was? Ist mir zu viel Tumblr für jetzt. Später nochmal vorbei. Östliches Tor. Da kann ich wahrscheinlich nicht vorbei. Das Tor lässt sich nicht öffnen.
Hier geht es vorerst nicht weiter. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer, zu einem neuen Part Miitopia mit dem Zwergenfürst, mit Angela Merkel, dem Mii und der Fee aus dem Dorf, die sich uns angeschlossen hat. Die jetzt ja nicht mitkämpft. Und wird angeblich sagen, wahrscheinlich, meint ihr, Impuls auf den Waldkobold. Impuls, Patz! So, da sind wir direkt in einem Kampf. Schon, wo der Part beginnt. Aber so lange wird es nicht mehr dauern. Oh, da haben wir gleich 450. Kriegen wir eine neue Erweiterung. Tänzender Pfeil. Ach, die kämpft doch mit vom Rand aus. Hab's geschafft. Geschafft. Hurra, Koboldschinken. Und weiter geht's. Bitte keine Kämpfe mehr. Na doch, das wird schon. Das wird schon passieren. Kämpfe werden genug kommen, Merkel. Da kannst du dich schon mal mit anfreunden. Spielschein erhalten. Das passiert. Kämpfe können wir hier nicht vermeiden. Ich finde mich spitzer. Siehste, da ist schon der nächste. Der nächste Gegner, der angegriffen werden will. Los, Angriff. Zack. Erste vorsichtige Aktion. Aufwärmen. Vorsichtig. Sekunde mal. Okay. Zack. Gerettet. 451. Juhu. Nur ein paar Kratzer. Erinnern brauchen wir uns nicht dran. Nicht wirklich. Wir sind gut drauf. Hey, wenn wir wirklich gut drauf sind, dann von mir aus. Sag Merkel, hast du eigentlich einen Schlachtruf? Aber hallo. Oh, lass ihn hören. Na toll, jetzt brauche ich einen Schlachtruf für Merkel. Deutschland. Okay. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Mir ist keine Phrase für sie eingefallen. Das ist einfach so. Mir ist keine bessere Phrase eingefallen. Tut mir leid. Du hast jetzt 450 Leute gerettet. Oh, die macht das Horst. Ey, Spielstreuer vergrößert. Nervt aber auch irgendwie. Oha, da hat's geklingelt. Jemand will sich dir anschließen. Wer das wohl sein mag? Panzer Donald? Okay. Ich habe dich warten lassen. Ich bin Donald. Ich werde hart arbeiten, um dein Team gute Dienste zu leisten. Ehrenwort. Ich darf doch in dein Team, oder? Naja. Komm. Von mir aus. Jetzt haben wir hier Merkel, mich, Donald und Feschefee 3, Tumblr 3, die nicht in Gastros mitwohnt, schläft wohl vor der Haustür. Zwergi hat ein Geschenk gekauft für Merkel. Schau mal, was ich dir gekauft habe. Das wird dir gefallen. Merkel erhält ein Geschenk von Zwergi. Wirklich, für mich? Stück Seife. Oh, oh, das ist eine. Das halte ich für eine miese Anschuldigung. Wow. Das hat was zu bedeuten, wenn man jemandem ein Stück Seife schenkt. Oh. Das ist ein Symbol, wenn man jemandem ein Stück Seife schenkt. Oh. Flüchtige Bekannte. Warnen gelernt. Halte ich für ein Gerücht. So, dann wollen wir mal, würde ich sagen. Auf geht's! Zu dritt, beziehungsweise zu viert unterwegs. Ja, zu dritt im Team, zu viert mit der Fee hier. Gehört nicht wirklich zum Team. Hat sich uns jetzt angeschlossen, aber das vierte Teammitglied ist er nicht, weil sie steht nicht mit im Kampf. Ich nochmal Impuls auf den Kobold Nummer B. Impuls, zack, Gammos. Nicht übel, oder was? Donald. Nee, das ist Merkel. Neue Technik. Blumenduft. Lass wir nur mal sehen. Boah.
Donald ist dran. Feuer frei. Das ist jetzt sehr schwarzer Humor. Tumbler 3 ist dran. Tödlicher Pfeil. Das hieß garantiert nicht tödlicher Pfeil, oder? Das ist ganz dunkler schwarzer Humor. Naja, es hätte schlimmer werden können. Also, es ist. Ich habe noch wen parat, den ich dann auch einspeisen will in das Spiel als nächstes Teammitglied. Aber ich habe jetzt das. Ich hatte eigentlich wen anders für die Rolle des Panzers vor. Also, ja. Ich habe es mir mal verkniffen. Bonus EF. Die muss natürlich Donald kriegen, weil der ist noch Level 2. Den müssen wir aufleveln. Und weiter geht's mit dem verrückten, irren Team hier. Ich will meine alten Teams wieder, verdammt. Sieht aus, als könnte ich eigentlich jeden Moment runterfallen. Wah! Uff. Natürlich fällt er direkt über mich. Aha. Ob mich gut da verstehen würde. Wo lang? Atempause, Monster. Ihr könnt euch vorstellen, was ich genommen habe. Ja, nee, ist klar. Oha! Donald hat eine mysteriöse Flasche getrunken. Nö. Hat sie weggeworfen. Und weiter geht's. Ich will ein Kätzchen. Ich kenne das nur. Random Dialoge. Bienenhummeln und so weiter. Klingt nach Terror, ich sage lieber nichts. Oh, es wird kritisch. Was ist denn das Haus gefunden? Oha, oha. Das ist äußerst schwarzer Humor. Ich will mal Donald in meinem Zimmer haben. Wir müssen uns auch mal befreunden, ob es passt oder nicht. Donald will ein Holzpanzer. Okay, weiß nicht, was dir das bringt, aber von der Kriegstaktik her ist das eher nicht so praktisch, aber in schwarz. Sieht zwar nicht gerade schwarz aus, aber und grau. Ja, nehmen wir grau. Okay. Wie soll das aussehen? Fabulöser Kittel wurde gekauft. Sieht ja eigentlich relativ mau aus. Egal, welche Form man nimmt. Ja, ist eigentlich komplette Wurst, welche Farbe ich nehme. Ich nehme mal die hier. Man erkennt kaum einen Unterschied. Merke auch ein neues Outfit. Kirschblüten. Und gönn es dir. Kirschblüte wurde gekauft. Eine Kirschblüte ist, glaube ich, pink. Das passt nicht, wenn wir die orange machen. Wenn ich mich nicht komplett irre, ist die pink. Kirschblüte. Welche Farbe hatten die? Haut es mir mal jemand in die Kommentare. Ich bin nicht so gut in Biologie, in Pflanzenkunde. Weiß das jemand, welche Farbe eine Kirschblüte hat? Ich würde sagen pink, aber was soll's. Hey du da, hör mal ja mal kurz zu. Wer könnte immer weiter spielen? Das bin natürlich ich, der Richard Castle Quizfreak. Das war jetzt ein bisschen zusammengestottert, aber egal. Erkennst du jemanden nur an der Silhouette? Dann spielen wir jetzt mal das Silhouetten-Quiz. Oh ja. Lass uns anfangen. Aber sowas von Silhouetten-Quiz, das hatten wir noch gar nicht. Es gibt drei Fragen, fangen wir an. Da krieg ich wieder Bananen für. Ey, spiel die Bananen. Das ist doch Blackie, die zweite, die erkenne ich doch sofort. An ihrer Frisur. Richtig. Das ist Lisa. Frage Nummer zwei. Das ist doch auch Lisa, das ist. Willst du mir was erzählen? Klar. Willst du jetzt nochmal nochmal Lisa einblenden? Frage Nummer 3. Ich erkenne doch meine Mies. Das sieht nach Merkel aus. Jupp. Richtig. Kommt zweimal hintereinander denselben. Komm, das ist ein bisschen blöder. Starke Leistung. Bananen. Du hast mich glatt geschlagen. 5 HP-Bananen erhalten. Naja, was soll es. Man sieht sich. Spaß, also was soll es. Wenn Spaß macht.
kann man das mal öfters. Tomaten, Tomaten, Tomaten. Sollte nicht fehlen im Garten. Und stolperst du über einen Spaten, wird auch dein Gesicht rot wie Tomaten. Dann musst du auf den Arzt warten. Doch wenigstens hast du Tomaten. Ich weiß nicht, ob ich beeindruckt oder besorgt sein sollte. Ich kann ihn nicht ganz so synchronisieren, den Donald. Also der Let's Play Markus macht das ganz gut. Team, also ich habe es dem nicht geklaut, aber das ist mein drittes Team. Er hat es, glaube ich, in seinem ersten oder im zweiten Team gehabt. Aber er kann das deutlich besser sprechen. Ich nehme mal nicht so der Dialekt. Amerikaner. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht so gut, da muss ich ein bisschen was anderes machen. Ich hoffe, es gefällt trotzdem. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. So. Was nehmen wir jetzt noch? Einmal Angriff auf den hier. Verträumt. Hauptsache, du greifst einen an. Und stehst nicht in die Nähe. Oha, Trump. Und wurde von Merkel geheilt. Das ist gut. Angriff auf den Kobold. Zack. Besiegt. 22:30. Schon vorbei. Ja, schon vorbei. Level 3 für Donald. Level 4 für mich. Level 4 für Merkel. Tau des Lebens gelernt. Lässt einen gefallenen Freund aufstehen und Blumen reichen. Lass und Blumen riechen. Level für Donald. Mii-Projektil gelernt. Ein Freund dient als Munition, um einen Gegner zu treffen. Menschliche Kanonenkugel oder was? Das muss natürlich Donald kriegen, der ist immer noch Level 3. Muss mal aufgeholt werden. Weiter geht's. Auf geht's, Leute. Gegner. Es hört ja nicht mehr auf hier. Impuls auf den grünen Pleuk in der Mitte dort. Zack. Haben wir. Hat er dein Menü? Den Spruch sage ich immer noch. Merkel ist dran. Vorsichtig. Sekunde mal. Feuer frei. Zack. Okay. Verbreitung abgeschlossen lassen. Bäh. Sprechen kann ich aber nicht mehr. Juhu. Abgeschlossen. Was habe ich denn da gesagt? Abgeschlossen lassen. Okay. Los, Impuls. Mach's alle. 59. Dauert noch ein bisschen bis zur 500. Mal Donald in die Ruhezone stecken. Mal Donald wieder rausholen aus der Ruhezone. Er soll kämpfen. Der Sieg ist mein. Was dein? Kämpfst doch nicht wirklich mit. 460. Zwei und Co. War ich jetzt der Stärkste im Kampf. Schön, schön. Das freut mich doch. Oh, Donald ist Level 4. Level Up für Donald. Bonus ERF. Ich glaube, Donald hat es immer noch am nötigsten. Wer kommst du? 90 Gold. Und weiter geht's. Gasthaus gefunden. Juhu. Schlafenszeit. Fürs politische Team. Noch für heute. Ah, oh, Merkel will in mein Zimmer. Donald mal alleine schlafen. Und geschieht ihm recht. Und dieses Zimmer braucht ein paar kleine Regeln. Auf jeden Fall. Zur Schlafenszeit sollten wir schön leise sein. Ich schnarche ganz bestimmt nicht. Seltsame Geräusche in der Nacht sollten wir ignorieren. Moment, was? Und wenn uns jemand nachts ins Ohr flüstert, und dann sollten wir auf keinen Fall nachsehen, wer es ist. Kann ich mit irgendwem das Zimmer tauschen? Ja, mit Donald. Ein Ahornblatt wäre der Traum von Merkel. Dann soll sie sich den Traum erfüllen. Geld hast du. 7 Milliarden kannst du ausgeben. Anstatt das für den Flughafen auszugeben. Hier, auf dem Blatt. Das Kritik gehört.
feine Kritik an der Politik geht. Wer ist denn da? Nintendo-Fan Joschinski, Let's Play Markus. Manchmal sind diese Amiibo-Expeditionen schon ziemlich anstrengend, aber ich werde immer mehr zur Expertin. Ja, ich weiß, Let's Play Markus, du bist ein bisschen Bi, aber... Ja, ein bisschen Bi schadet nie, aber... Okay, Expertin. Er hält sich selbst für eine Expertin. Schön, schön. Nein, ich habe keinen Amiibo, habe ich immer noch keiner. Tut mir leid. Ja, wenn ich... Das ist ein Abo, zeige ich ihn dir, Markus. In die Zitrushöhle. Das soll Zitrus sein. Das erinnert mich ein bisschen mehr an Karamell, so ein bisschen an Honig. Ja, das sieht ein bisschen nach Honig aus, würde ich sagen. Tamla 2 ist in dieser Höhle. Woher weißt du das? Ich weiß es eben, Feenpower und so. Na los, nicht herumstehen, retten wir sie. In Ordnung. Geht. Ich gebe gleich um, sagt Donald. Wieso? Kippt am Panzer, das würde ich aber auch mal gern sehen. Eine Spinne. Gut, dass ich keine Arachnophobie habe. Teufelsspinne. Keine Spinnenangst. Impuls. Na, die ging aber schnell zu besiegen. Und das war ja leicht. Zack. Beide getroffen. Feuer frei. So, juhu. Zack. Okay, die anderen sind ein bisschen schwerer zu besiegen. Ach so, das sind beide eins. Ah, nicht übel, oder was? Zwecki und Kovan sich gleich. Oh, das war's wohl. Und weiter geht's. Bonus EAF. Das kriegt diesmal Merkel. Superb, Marshmallow. Okay. Dann mal ab Marshmallow. Öffnen. Da haben wir drin 120 Gold. Kann man ja brauchen. Sag ich nicht nein zu. Und weiter auf der Himmelsleiter. Gasthaus. Uhu. Du hast auch Reise durch Miitopia 50 oder mehr Schatztruhen geöffnet. Wusste ich ja nicht. Glaube ich aber. 50 Schatztruhen gewesen sein. Du warst. Schon wieder eine neue Beziehung zwischen mir und Merkel. Die Kante. Kümmern gelernt. Brauche nicht mehr vorlesen, was Kümmern heißt. Das haben wir schon oftmals gesehen. In Donalds Team, weil die müssen auch mal ein bisschen befreunden. Du willst schon wieder eine Blume. Was sind das? Eine Kritzelblume. Hast du im letzten Kindergartenbesuch mitgenommen. Kritzelblumenkostüm. Kommt ja vor. Man das mal macht als Bundeskanzlerin. Einen Kindergartenbesuch machen. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett, woher? Kommen mir diese Farben bekannt vor. Komm, Lila sieht doch gut aus. Jetzt war kein Tod zur Stelle, aber was soll's? Oha! So. Ach, diese Pilze, die sind wund. Die ist und sind uns schon bekannt. Impuls auf. Ich setze trotzdem auf die Spinne. Die ist dann am schnellsten weg. Was? Noch nicht weg? Ach du Schande. Und hängt an ihrem Faden. Bah. Ich finde Spinnen eklig. Wow. Gut. Nur eklig. Ich habe keine Angst davor. Deutschland. Feuer frei. Wann sitzt denn Donald mal Meme-Projekt hier ein? Das würde ich gerne mal sehen. Tänzeln nach Heil. Merkel und Kumpan sich gleich sauber abgeräumt. Hui, Bonus ERF. Wer kriegt das diesmal? Hier gibt es öfters Bonus ERF. Die gönne ich mir mal. So. Spinnen, Sushi und Bratpilze. Na denn, gibt es heute Pilze zum Abendbrot? Abendessen oder was? Irgendwas an dir hat sich verändert. Ah, du hast was Neues an. Sieht spitze aus. Naja, spitze. So will ich das nicht bezeichnen, aber von mir aus sag ich, dass es spitze aussieht. Nicht doch, ich werde doch ganz gut. Das Kompliment kam gut an bei Merkel. Und wieso zieht man sowas an? Ein gekritzeltes Kostüm. Naja.
mehr Gegner. Teufelsspinnen. Impuls, immer auf die Spinne zuerst. Dann sollen wir loswerden. Und dann können wir die Pilze besiegen. Deswegen liegt woanders hin. Die Pilze alles besiegen, dann verspeisen. Schmecken schön lecker. Pilze. Zack. Zack. Und zack. Merke, haut zu. Donald schießt. Ich Impuls auf den dort. Zack. Besiegt. Zwei waren es noch. So, Merkel, hau rein. Donald, Attacke. Sie auch noch. Super. Zwing und Kovacic, weil ich der Stärkste bin. Oh, alle Level 5 zugleich. Level 5 für Zwergi. Entzünden gelernt. Erhöhe mit chemischer Behandlung die Waffenreichweite von Freunden. Level für Merkel. Level für Donald. Wildes Geballer gelernt. Ballere wild um dich und trifft zufällig Gegner und manchmal Freunde. Das passt zu Donald. Muss man so sagen. Und so, wer hat's am nötigsten? Eigentlich keiner. Dann gönn ich's mir. Hurra! Wieder Spinnen, Sushi und Bratpilz. Ich mag Sushi nicht. Das können die anderen schön essen. Hasse Sushi. Bah! Hoher Fisch. Mag Fisch so schon nicht. Welchen Hebel betätigst du? Donald, welchen machst du? Den rechten. Hat keine weitere Bedeutung. Na also, okay. Ein Gasthaus. Hui. Du hast Level 5 mit der Klasse Forscher erreicht. Du hast Level 5 mit der Klasse Panzer erreicht. Du hast Level 5 mit der Klasse Boomer erreicht. Ich bin ein Hellseher. Schlaft. Schluss. Ich beende diesen Part an dieser Stelle. Dürfte mich nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ja. Schreibt mal was Nettes in die Kommentare. Könnt ja mal. Bräuchte mal ein paar Kommentare. Wäre mal was Schönes. Wie fandet ihr diesen Part? Kommt ja nichts bei mir in den Kommentaren. Aber ich will mich nicht beschweren. So, ja, gehabt euch wohl, habt noch einen angenehmen, festlichen Tag und ja, haut drinne. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.